Wir sind Silvio und Lea. Nach einem Sommer auf dem Wasser sind wir nun zurück in unserem 42 Jahre alten Mercedes. Immer Richtung Süden. Wir sind diese Strecke schon einmal gereist und zwar ganz am Anfang unserer Reise. Damals war vieles anders. Wir waren noch zu dritt, dieser Kanal hatte hier keine 1000 Zuschauer und auch wir selbst waren super unerfahren. Sowohl was Film angeht, als auch auf großer Reise in einem Bus zu sein. Einiges hat sich verändert seitdem. Lizzie gehört nun zum Team dazu. Wir haben uns als Menschen, aber auch in unserer Beziehung weiterentwickelt und sind darüber sehr glücklich. Wir durften so viele Menschen kennenlernen und Abenteuer erleben. Ich weiß noch, wie wir uns damals unsicher waren, ob wir es überhaupt bis nach Spanien schaffen. Uns war nicht klar, wohin uns das Leben in den kommenden Jahren so führt. Dieser Bus hat uns sowohl nach Gambia und in den Oman gebracht. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir bei all den Eindrücken kaum Zeit haben zu verarbeiten, was wir erleben. Gerade deswegen ist diese Reise zurück zum Anfang sehr wertvoll für uns. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir standen jetzt hier die letzte Nacht an diesem wunderschönen Platz. Richtiger Zufallstreffer, ne? Ja. Wir haben einfach nur was auf dem Weg gesucht und sah auf den Bildern auch gar nicht so dolle aus. Als wir angekommen sind, also einfach nur ein Traumplatz, direkt am Wasser. Mega schön. Ja. Total witzig, direkt an der Schleuse, hat uns wieder sehr ans Boot erinnert. Ja, haben uns erstmal angeschaut. Wäre auch ein netter Platz gewesen. Ja. Genau, wir sind noch 2 Stunden nördlich von Bordeaux, mitten im Land aber drinne. Wir fahren jetzt Richtung Bordeaux und dann zum Meer. An den Atlantik, genau. Fühlt sich an, als wären wir schon Ewigkeiten nicht mehr am Wasser gewesen. Genau. Nicht so ganz, aber wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, drückt uns die Daumen, dass die Lea da mal wieder surfen kann, weil es ist ganz schön lange her. Das auf stimmt. Geht's. So, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir sind auf dem Weg zur Atlantikküste und super witzig. Wir haben den Spot von einem befreundeten Pärchen von uns geschickt bekommen, weil die schon mal im Sommer hier waren. Ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir nicht auf die Karte geschaut, wo das ist und haben jetzt gerade an den Schildern erkannt, dass das in Lacanau ist. Lacanau Ocean. Ist wahrscheinlich kein Begriff, nur uns, weil unsere allererste Reise mit dem Auto, und tatsächlich mit dem Auto, mit dem Opel Astra Kombi, war hier nach Lacanau Ocean. Richtig witzig, da standen wir ja auch in so einem Pinienwald, da hatten wir noch keinen YouTube-Kanal, da hatten wir noch ganz normale Jobs. Das war 2015, glaube ich. Ja, genau. Da hatte ich auch gerade meinen Führerschein, oder? Ja. Habt ihr nicht so lange. Ja. Super witzig, dann jetzt wieder hier zu sein, so viele Jahre später und einfach gerade mal Revue passieren lassen, so was seitdem alles passiert ist, von da bis hierhin, ist schon irgendwie lustig, oder? Absolut. Ich würde behaupten, wir waren wahrscheinlich 2 ganz andere Menschen. Und Sam und Lizzie waren noch gar nicht dabei. Ja. Hier ist wieder so richtig teuer zu wohnen, glaube ich, ne? Ja, meinst du? Ja, es ist so nah am Meer hier, Atlantikküste, richtig, ey, guck mal, ist ja voll der Kurort hier. Nach 200 Metern nach rechts abbiegen, um auf Avenue de la Mairie D3 zu bleiben. Lisbert, alles gut. Wo sind wir denn hier angekommen? Ja, fast wäre ich dran vorbeigefahren. Die Freunde von uns haben uns auch einen Skatepark geschickt, der auf dem Weg ist. Da machen wir natürlich mal kurz Halt, weil diese Reise möchte ich das auf jeden Fall so auf der Prioritätenliste etwas höher ansiedeln. Es war ja jetzt mit dem Boot schwierig und davor Richtung Saudi-Arabien, Oman auch. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will skaten. Yes. Finde ich auch gut, dass du das durchziehst. Muss. Hier ist gerade Skate School, sehe ich, voll witzig. Nimmst du auch Unterricht? Man lernt ja nie aus, ne? Mal gucken, ob das jetzt hier gut abgeht, aber wachst eigentlich gut. Versteht wahrscheinlich keiner, was ich machen muss.
Ich habe gerade eine Wette gewonnen. Wir haben gesagt, wenn ich den nächsten Trick nicht stehe, muss ich Lea heute Abend massieren. Und wenn ich hinstehe, dann massierst du mich, ne? Lea hat noch erhöht auf 10 Minuten. Ja. War ich mir wohl zu sicher. Warst du dir wohl zu sicher. Und eben noch die Chance hier nutzen, um Wasser aufzufüllen. Ja, besser geht's nicht, oder? Schön direkt Trinkwasser am Skatepark. Sensationell. Einmal alles auffüllen, was wir haben. Wir waren nämlich auch echt kurz vor leer, ne? Ja. Das ist übrigens das Gute, wenn man nur Kanister hat. Die kann man einfach überall mal eben hinschleppen. Soll ich jetzt hier, ich glaube, einen Schlauch anschließen, weiß nicht, ob das überhaupt funktionieren würde. Besucht hier, ne? Ja. Also wir haben uns, ja, diesen Platz, den wir hier empfohlen bekommen haben, das ist so ein, wie nennt man das? So ein offizieller Stellplatz im Wald oder so? Also wie so ein Campingplatz, aber man zahlt nicht dafür. Ist einfach so, ja, mitten im Pinienwald. Nennt man dann Stellplatz, oder? Sollen wir uns hier rückwärts reinstellen? Ja. Können wir das hier einmal durchfahren? Nee, ist gut, oder? Ja, von hier. Hundpur ist ein Nahrungsergänzungsmittel für Hunde und wir benutzen das Hundpur-Gelenk bzw. mehr Selma und Lizzie, wobei hauptsächlich Selma, denn dazu komme ich jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber Selma hatte vor einigen Monaten plötzlich extreme Probleme bei, ja, es fing an, sie wollte nicht mehr springen, dann hat man gemerkt, dass sie oft, wenn sie sich halt hinsetzt, irgendwie super zitzig ist im Hüftgelenk und am Ende wollte sie sogar, also ziemlich schnell, wollte sie dann auch gar nicht mehr länger spazieren gehen. Wir sind dann zum Tierarzt, der hat festgestellt, dass sie eine Entzündung im Hüftgelenk hatte und daraufhin hat sie eine Woche Schmerzmittel bekommen und wir haben dann dem Tierarzt das Hundpur-Gelenk auch gezeigt, weil wir ihr das halt schon geben wollten und der hat gesagt, genau, von den Inhaltsstoffen kann das eigentlich nur förderlich sein und ja, hält sozusagen die Gelenke weiterhin geschmeidig. Nach einer Woche haben wir das Schmerzmittel wieder abgesetzt und jetzt, Monate später, geht Selma immer noch gut. Die ist einfach wieder mega happy, so wie wir sie kennen. Wir sind auf jeden Fall überzeugt davon, dass es definitiv auch hiermit was zu tun hat. Aktuell gibt es bei Hundpur, für alle, die diesmal ausprobieren wollen, die Sales zu den Black Weeks. Und da bekommt ihr vom 11.11. bis zum 2.12.2024 33% auf alles im Shop. Und mit unserem Code SELMA bekommt ihr nochmal 5% on top. Das heißt, wenn ihr unseren Code eingibt, bekommt ihr insgesamt 38% Ersparnis auf eure Bestellung. Und wer dann noch für mindestens 70 Euro bestellt, kriegt noch einen kleinen Obolus, ein kleines gratis Geschenk, eine Überraschung, wie auch immer man es nennen mag, gratis on top. So. Kaum angekommen, erstmal duschen. Und Lea ist schon am Kochen, weil... Kennt ihr das, wenn man jetzt etwas hangry wird? Ja. Der hat auf jeden Fall großen Hunger. Jetzt gibt es was zu essen. Und dann, glaube ich, wird erstmal gechillt, oder? Ja, aber der Platz ist schon mal sehr vielversprechend. Der, ne? Platz ist sehr vielversprechend, um dran anzuknüpfen, was wir im letzten Video gesagt haben. Langsamer sein und so. Das ist jetzt auf jeden Fall ein Platz, wo wir ein paar Tage bleiben wollen. Ja. Scheint auch ein Platz, wo man es ein paar Tage aushält, oder? Ja. Und von hier aus sind es wohl 5 bis 10 Minuten bis zum Strand. Zu Fuß. Ne? Ja. Ja. Cool. Sehr cool. Ihr glaubt nicht, was passiert ist. So wie wir es gerade aus Versehen, hat sich bei den Gewürzen vertan und hat Zimt reingemacht. Aber ordentlich. Man schmeckt es halt leider ein bisschen raus. Aber ich habe einfach so einen Hunger, dass ich jetzt einfach trotzdem esse. So ein richtig herzhaftes Gericht, aber ich habe halt auch einfach richtig zugelangt dann. Ich dachte, ich hätte Curry in der Hand. Geht's denn? Na dann probieren wir mal unser Zimt, unser weihnachtliches Zimt-Sandwich. Thank you.
Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Semi langsam. Or at least I try to be. Fühlt sich an wie eine Ewigkeit, als wäre es eine Ewigkeit her, dass wir am Meer gewesen sind, oder? Ja. Ich glaube, es war tatsächlich das letzte Mal in Griechenland. Ja. Anfang des Jahres, oder? Mitte, Anfang, März. April. Fühlt sich an wie eine Ewigkeit, aber ist das nicht schön? Und es sind echt voll die Leute im Wasser am Surfen. Ja. She won't be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na. Never know, na na. She will never know, na na. Never know, na na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost. So, die morgendliche Routine haben wir jetzt fertig. Die ist übrigens ganz schön, also das, wie sagt man, die ist dogmatisch. Nein, also wir machen die auf jeden Fall, wir haben uns die neu angewöhnt und machen das jetzt tatsächlich jeden Morgen so, dass wir unser Bett absaugen und die Bettdecke und Kissen und so ausschlagen, weil Selma und Lizzie gerade beide haaren. Genau, Selma hat Leute, wirklich nur einmal im Jahr. Die, ne, Hunde haben, wissen, glaube ich, wie das ist. Und wenn man dann auch noch im Wohnmobil unterwegs ist, ja, da muss man sich irgendwas überlegen. Deswegen machen wir das jetzt, ja, einfach jeden Tag so. Genau, und weil wir gesagt haben, wir wollen langsamer reisen auch, bleiben wir halt hier heute stehen. Lea macht gerade Kuchen. Einen leckeren Kuchen und ich schreibe währenddessen weiter an den Adventsgeschichten. Ja, an der Stelle schon mal vielen Dank, ist richtig cool. Wir haben es letzte Woche ja zum ersten Mal jetzt gesagt und es haben sich echt schon einige Leute dazu entschieden, uns was zu spenden für die Geschichten. Richtig cool. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir machen einen etwas spezielleren Adventskalender. Es gibt vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag eine Geschichte von uns. Die versende ich per E-Mail und ja, das Ganze läuft auf Spendenbasis. Also wenn ihr Lust habt, auch Teil davon zu sein, schaut in unserem Link in unserer Videobeschreibung. Da ist ein PayPal-Link, Selma Goes Home heißt der, glaube ich, immer noch. Und spendet da, was immer ihr wollt. Schreibt eure E-Mail-Adresse dazu und dann kriegt ihr 24 Geschichten von uns. Lea hat gerade gesagt, das war nicht ganz verständlich. Also es gibt 24 Geschichten von uns aus unserer Reise. Reisegeschichten, genau, von uns, für euch. Keine ausgedachten.
Den Kuchen habe ich übrigens das letzte Mal auf unserer Reise in den Mittleren Osten gemacht. Und da habe ich, glaube ich, weiß nicht, einmal in der Woche oder so diesen Kuchen gebacken. Extrem genau nach oft. Diesem Rezept. Ich hatte das schon richtig perfektioniert. Jetzt habe ich den so lange nicht gemacht, dass ich richtig überlegen musste, wie nochmal, ja, wie viele Zutaten oder ne, wie die Zutaten irgendwie nochmal waren. Jetzt habe ich irgendwie einfach so ein bisschen rumprobiert und hoffe, dass der so gut schmeckt wie die ganzen letzten Male. Nach Bauchgefühl ist eh immer am besten, oder? Ich bin eigentlich nicht so die Bäckerin, finde ich, aber der Kuchen war eigentlich immer ganz gut, ne? Backen, Kuchen backen, ja stimmt, das ist keine Konditorarbeit, ne? Nein, der Kuchen war auf jeden Fall immer sehr lecker. Heute gibt's den, es gibt ihn immer mit verschiedenen Früchten, heute mit Kirschen, oder was? Ja. Geil, mega Bock. Semi, hast du auch schon Bock auf Kirschkuchen? Hm? Hast du auch schon Bock? Siehst du mein Handy da irgendwo? Nein, gar nicht. Ich seh's. Der Kuchen ist fertig. Ja. Sieht gar nicht so schlecht aus. Oh geil, Kirschkuchen. Aber das ist erst der Nachtisch, denn wir sind schon gierig. Genau, wir hatten so einen Hunger, schon Mittag, dass wir uns gedacht haben, irgendwie macht der Kuchen gerade nicht so viel Sinn. Wir müssen jetzt erstmal was Richtiges essen und dann kommt der Kuchen als Nachtisch. Heute auch ohne Zimt. Das wäre schön. Versprochen. Fast Martin Hammer, da tatsächlich nicht die Lea Geburtstag, sondern ich. Und genau, ich würde sagen, das passt eher nicht so gut, auch wenn ich nicht so der Geburtstagsfan bin, aber Mai klingt doch eh top, würde ich jetzt einfach mal behaupten. 100 180s am Tag. Ja, 100 180s ist 100, Kickflips, keine Ahnung. Halt einfach Step by Step. Ihr seht übrigens, der Kuchen war sehr gut, es ist nämlich nichts mehr da. Ja. Ich bin ja ein großer Fan davon, aufs Bauchgefühl zu hören und nicht also nach Gefühl zu mischen und zu würzen. Ist geil, nachdem ich die Tage aus Versehen Zimt genommen habe. Ja, ne? Aber gut, ja. Stimmt. Nee, der Kuchen war auf jeden Fall super lecker, hat Lea super gemacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben jetzt hier echt ganz gut in unserem Pinienwald gestanden und müssen jetzt aber weiter. Wir brauchen nämlich wieder Wasser. Und wir müssen einkaufen und haben uns jetzt noch einen anderen süßen Stellplatz rausgesucht, an dem wir witzigerweise vor 2 Jahren auch schon mal standen und der hat uns richtig gut gefallen. Ein bisschen abgeschiedener, ne? So ein bisschen ja. Einsamer. Genau, und da geht's jetzt hin. Wasser, Einkauf, ab zum neuen Stellplatz. 100 Meter im Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen, um auf D43 zu bleiben. Nun, wo wir wieder im Bus unterwegs sind, knüpfe ich an alte Gewohnheiten an. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber ich habe ja, also ich, für gewöhnlich winke ich einfach gerne Leuten, die uns auch entgegenkommen mit einem Wohnmobil oder Camper oder was auch immer. Ich winke denen einfach immer. Ich finde das irgendwie nett, wenn man zurückwinkt. Das ist so ein, keine Ahnung, so ein bisschen so ein Gemeinschaftsgefühl, finde ich. Und wisst ihr, was mir heute schon wieder mal aufgefallen ist, traurigerweise? Prozentual gesehen, ich habe jetzt keine Statistik aufgestellt, aber die Leute, die am seltensten zurückwinken, sind Wohnmobile und Camper aus Deutschland. Könnt ihr euch vorstellen, warum das so ist? Oder würdet ihr zurückwinken oder winkt ihr selber? Schreibt uns das doch gerne mal unten rein. Ich finde das nämlich voll, ich bin da immer wieder verdutzt drüber. Keine Ahnung, die ganzen Franzosen und Spanier, alle, die wir treffen, die winken eigentlich fast immer zurück, wenn die es halt sehen. Aber ganz oft das, ich weiß auch nicht. Ich habe mich schon gefragt, vielleicht, also viele Deutsche, die gucken sehr stur geradeaus und sind da nur auf ihre Bahn fokussiert. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Dem Straßenverlauf von A63 noch 32 Kilometer folgen.
seid ihr, Mäuse? Ja, da liegen ja. Wir haben heute hier so ein paar Sachen auf der Liste, um die wir uns mal kümmern müssen. Wie zum Beispiel, dass unser Solar nicht geht. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob das, wo der Fehler liegt. Deswegen fange ich jetzt mal oben an und schaue, ob hier irgendwelche Verbindungen ein Problem haben. Und arbeite mich dann weiter vor zur Batterie. Ist jetzt auch nicht, als würde gerade die Sonne scheinen, aber wenn sie scheint, wäre ja gut, wenn wir was davon haben. Weil hier oben scheint alles in Ordnung zu sein eigentlich. Verbindungen hier oben sind in Ordnung. Ja, in der Zwischenzeit sind wir auch an unserem neuen Stellplatz angekommen, der genauso schön ist wie beim letzten Mal. Nur 15 Grad kälter. Allerdings, genau, könnte es ein bisschen wärmer sein. Die letzten Tage war es ja richtig schön. Und jetzt diese Woche soll es tatsächlich hier um einiges kühler werden. Aber ja. Gut, was haben wir erwartet, ne? Wir wollten jetzt gerade was hochladen, also eine E-Mail verschicken. Und das Internet ist hier nicht ganz so gut. Deswegen müssen wir jetzt nochmal den ganzen Weg zurück zur Straße gehen. Das sind ungefähr 10 Minuten. Und hoffen, dass da der Empfang ein bisschen besser ist. Und das Ganze verbinden wir jetzt einfach mit einem Spaziergang. Genau. Hätten wir jetzt eh gemacht. Ganz smart verbunden. Wir könnten ja auch einfach fahren, aber wieso nicht den Spaziergang? Genau, Lea hat es schon perfekt gesagt. Wir nutzen es einfach. Da sind wir schön mit Laptop in der Hand. Mit Laptop. Wie man halt so rumläuft, ne? Auf der Suche nach Internet. Geil. Für die, die es nicht kennen, man kann bei Google einfach bei Google Speedtest eingeben und dann kann man testen, wie schnell das Internet ist. So schnell ist es gerade bei uns. Gar nicht vorhanden. Geil. So, genau hier stehen wir jetzt. Hier ist das Internet am stärksten. Ich weiß gar nicht mehr, jetzt wo ich das hier so gerade sehe, ob ich mir dabei bescheuert vorkomme oder nicht. Aber ich glaube, im Normalfall sollte man sich hierbei bescheuert vorkommen, oder? Ja. Naja, hier funktioniert das Internet. Was sollen wir machen? Wir müssen es hochladen. Und ihr zwei müsst jetzt auch kurz geduldig sein, ne? Na, wird der Balken mehr? Ich guck mir den Balken ganz genau an. Scheint aber so. Wir haben es geschafft. Ne, wird gesendet. Nachricht gesendet. Aufwand hat sich gelohnt. So Leute, jetzt können wir auch einen richtigen Spaziergang machen. Das ist hier der typische Extrameter. Der lohnt sich doch immer, oder nicht, wenn man den geht? Ja. Sollen wir jetzt mal wirklich los? Lisbeth. So, nun ist schon wieder der Abend angebrochen. Es ist echt erstaunlich, wie kurz die Tage auch hier noch sind. Da müssen wir uns erstmal wieder dran gewöhnen. Wir beenden an der Stelle aber auch das Video für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart. Und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend. Und im Optimalfall sehen wir uns dann nächsten Mittwoch wieder. Vielleicht auch schon aus Spanien. Tschüss!